Die Eltern meines Vaters stammen aus Deutschland und mein Großvater habe ich kennengelernt. Meine Großmutter ist schon gestorben, aber mein Vater war Theologe und hat in Heidelberg promoviert. Das heißt, dass ich als Baby nach Heidelberg gekommen bin und ich habe zu der Zeit einen Bruder gehabt, der älter war und wir zwei haben Kindergarten in Heidelberg besucht. Und ich habe zu der Zeit eben Deutsch gelernt und wir hatten auch eine ganz nette Frau, die auf uns aufgepasst hat, Frau von Foda. Und als wir zurück nach Amerika gingen, nach 4 Jahren, habe ich fließend Deutsch sprechen können. Aber ich hatte auch eine leichte Aussprache in meinem Englisch. Und das war sehr unangenehm, als ich Kindergarten besucht habe. Und ich musste zur Sprachtherapie gehen. Und ich habe zu der Zeit gesagt, ich werde nie wieder Deutsch sprechen. Und das habe ich auch jahrelang gut gemacht. Aber dann, als ich Highschool oder Gymnasium besucht habe, habe ich wieder angefangen, Deutsch zu lernen und zu studieren. Und Hochdeutsch geht einigermaßen jetzt. Ich hatte dann wirklich schon mein ganzes Leben ein Interesse an Deutschland gehabt. Als ich College besucht habe, habe ich ein Semester in Heidelberg verbracht. Das war natürlich sehr schön, dann Jahrzehnte später zurück nach Heidelberg zu gehen. Nach meinem College habe ich ein Stipendium vom DAAD bekommen und dann habe ich in München meinen Magister gemacht. Ich habe zu der Zeit im Ollidorf gewohnt, was sehr angenehm war. Zum Teil ist diese olympische Stadt Studentenstadt jetzt und als Student kann man da im Ollidorf leben. Und dann war ich auch unter anderen deutschen Studenten, was sehr angenehm war als Ausländerin. Ich habe dann meinen Magister in München gemacht, dann habe ich Graduate School in Amerika besucht, ich habe dann auch promoviert. Während dieser ganzen Zeit war mein Hauptinteresse politische Wissenschaften, internationale Politik. Und ich habe dann wirklich immer diesen Fokus auf Deutschland und Europa gehabt. Und das hat dann auch wirklich meine Karriere geprägt.